mit dem Blitz weg hier. Na top. Läuft jetzt? Ja. Er blinkt da hinten rum, sieht auch gut aus. Ja, okay, also da wir ja gerade gehört haben, wie das Zeitsignal über das Netzwerk auf die Rechner transportiert wird, möchte ich jetzt einmal erzählen, wie dieser Zeitgeber selber funktioniert. Und zwar am Beispiel von eben Atomuhren. Und gut, also zunächst einmal gibt es ja verschiedene Arten von Uhren. Also die Sekunde selbst ist ursprünglich definiert worden, das ist jetzt ein Tippfehler, als der 60. Teil des 60. Teils des 24. Teils eines Tages. Und zwar so genau, also dass genau eben die Sekunde durch die Erdrotation definiert wird. Das Problem ist natürlich, dass die Erdrotation nicht konstant ist, sondern sich ändert. Allein durch irgendwie ein Erdbeben oder so kann sich die Dauer der Erdrotation um einige Nanosekunden ändern. Und Nanosekunden aufzulösen, das ist heutzutage ja auch kein Problem mehr. Und eine weitere Methode, Zeit zu messen, sind Pendel. Da ist dann die Unsicherheit schon deutlich niedriger als bei als bei der Erdrotation. Also du nimmst ein Pendel mit einer bestimmten Länge und misst dessen Amplitude, dessen genau. Frequenz, ja? Genau. Allerdings haben diese Pendel auch immer den Nachteil, dass wegen Reibung sie mit der Zeit immer langsamer laufen. Ja. Und als es dann irgendwann Elektrik gab, da hat man Schwingkreise für die Zeitmessung benutzt, unter anderem zum Beispiel den Schwingquarz, der heutzutage auch noch in vielen üblichen Uhren Verwendung findet. Die Unsicherheit ist auch gegenüber dem Pendel nochmal deutlich besser geworden, da aber auch der Quarz oder der Schwingkreis selber so exakt genau immer ist, wie man das manchmal gerne hätte, hat man sich später noch überlegt, was kann man noch machen. Herausgekommen ist dabei dann die heute oft verwendete Cäsium-Atomuhr, die auch eben in der PTW in Braunschweig verwendet wird. Und diese heißt Atomuhr, weil sie auf Basis der Atomphysik funktioniert, und zwar im Speziellen auf Basis von Spektrallinien. Und zwar kennt wahrscheinlich jeder diese Spektrallinie von Wasserstoffatomen. Und zwar bedeutet das, dass das Elektron auf einer bestimmten Bahn, also auf einem bestimmten Energieniveau, um das Atom sich irgendwie befindet. Und je nach Energie, das kann halt immer nur auf ganz bestimmten Energien sich befinden. Und das sind eben dann die Energieniveaus. Und wenn man dieses Elektron jetzt zwischen diesen Energien hin und her bewegt, dann bekommt man daraus irgendwie elektromagnetische Strahlung, die dann genau die Wellenlänge hat, die der Energiedifferenz entspricht. Und beim Cäsiumatom, also benutzt man einen sogenannten Feinstrukturübergang. Und zwar beim Wasserstoffatom kennt man das ja, dass die Elektronenbahnen durch die also ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Physik reingehen, also nicht die Schrödinger-Gleichung erklären, aber es gibt eben die sogenannte Hauptquantenzahl, die man schon relativ früh erkannt hat, die eben die Energieniveaus angibt. Da allerdings Elektronen nicht nur eine Ladung besitzen, sondern auch etwas, das sich Spin nennt, das insbesondere in Magnetfeldern unterschiedliche Energien aufweist, je nachdem, in welche Richtung es zeigt, kann man bei Atomen, die in Magnetfeldern sind, eine Aufspaltung dieser Energieniveaus, je nachdem, wie der Spin ausgerichtet ist, finden. Und genauso ein Übergang, wo der Spin eine Rolle spielt, der wird dann beim Cäsiumatom auch benutzt, da diese Energiedifferenz nicht zu hoch ist, denn zu hohe Energien bedeuten irgendwie ultraviolettes Licht oder so, und das zu messen ist nicht so einfach. Und das beim Cäsiumübergang befindet sich dann im Mikrometerbereich. Und das Problem dabei ist natürlich, dass also
die Wellenlänge entspricht ja einer bestimmten Frequenz und wegen der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit ist diese Frequenz auch eindeutig definiert, je nachdem welches Energieniveau man hat. Das Problem ist allerdings, durch Bewegung von den Elektronen oder Atomen weichen diese Energieniveaus etwas auf, sodass die nicht mehr ganz so präzise sind. Und deswegen wird dann auch die Atomuhr heruntergekühlt. Aber der Hauptgrund, weshalb man eigentlich genau diesen Feinstrukturübergang benutzt bei dem Cäsium-Atom, ist die Unschärferelation, die ja besagt, dass Energie und Zeit nicht beliebig genau gemessen werden können gleichzeitig. Und zwar, wenn die Zeit kürzer wird, dann wird die Energie unschärfer. Und da man ja besonders scharfe Energie haben möchte, damit man daraus eben die Frequenz bestimmt und eine möglichst gute Zeit haben muss, muss dieses Energieniveau möglichst stabil sein. Das heißt, nicht sofort wieder, also dass das Elektron nicht sofort wieder zurückspringt. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel diese phosphoreszierenden Dinge, die, wenn man sie anleuchtet, im Dunkeln noch nachleuchten. Das ist genauso ein Beispiel für einen verzögerten Energieübergang. Okay, und insbesondere diese Wasserstofflinien, die hat man ja gemessen, das erste Mal, indem man das Sonnenlicht betrachtet hat und festgestellt hat, dass immer an bestimmten Punkten schwarze Linien sind. Das heißt, da war irgendwie kein Licht. Also bei bestimmten Wellenlängen, die fehlten dann im Spektrum des Sonnenlichtes. Man hat herausgefunden, dass das Wasserstoff, das in der Atmosphäre ist, dieses Licht absorbiert, sodass es nicht bei uns ankommt. Genau, und hier sieht man nochmal eine Schwingung, und tendenziell ist es sehr gut, wenn man genau jeden einzelnen Peak davon zählen kann und man muss in der Lage sein, die auch zu zählen, und wenn die Frequenz zu hoch werden, dann ist man dazu nicht mehr in der Lage, weshalb man eben sich Mikrometerwellen genommen hat. Und hier habe ich jetzt einmal schematisch aufgezeichnet, wie eine Atomuhr funktioniert, und zwar da, wo das CS steht, da befinden sich die Cäsiumatome, die gasförmig vorliegen, damit auch ihre Energieniveaus möglichst konstant sind und möglichst auch heruntergekühlt, eben damit die Bewegung niedriger ist und auch die Energieschärfe wieder größer wird. Und daneben befindet sich eben ein Oszillator, das ist wieder so ein Schwingkreis. Und dieser Schwingkreis ist dann auch der Zeitsignalgeber, der das Zeitsignal eben dann abgibt. Man benutzt die Cäsiumatome allerdings dafür, dass man diesen Schwingkreis immer die ganze Zeit überprüft, ob der noch richtig läuft und notfalls nachregelt. Das macht man, wie beim Sonnenlicht, wie man die Wasserstofflinien da beobachtet hat auch, indem man mit dieser Frequenz, die der Oszillator hat, elektromagnetische Wellen durch diese Cäsiumatome durchschickt, also da wo die sind, und hinterher guckt, wie viele da ankommen, und wenn da möglichst wenig ankommen, dann weiß man, dass die Energie möglichst, also die Frequenz möglichst gut getroffen wird von dem Oszillator, und wenn das sich langsam wenn das nicht mehr so gut klappt, dann wird das eben über den Regler wieder nachgeregelt. Und ja. Wie funktioniert das mit diesen Wellen? Die löschen sich dann irgendwie aus, oder? Nein, aus dem Oszillator kommen ja die Wellen raus, und die treffen halt auf die Cäsiumatome und die absorbieren dann. Und zwar ist das dann so, dass Licht kommt genau aus der einen Richtung des Oszillators, dann wird es absorbiert von dem Cäsium, und wenn das vom Cäsiumatom, wenn das die Energie abgibt, dann wird das in jede beliebige Raumrichtung abgestrahlt, sodass nur sehr, sehr wenig auch wieder in Richtung des Detektors abgestrahlt wird, sodass das aussieht, als würde nichts ankommen. Und daran kann man halt feststellen,
wie gut die Frequenz getroffen ist, und wenn die nicht so gut getroffen ist, regelt man dann eben nach. Wie bei klassischer Regelungstechnik auch. Also man sieht nicht die Cäsiumatome schwingen, sondern einfach nur so einen Schwingkreis mit im Mikrowellenbereich. Und dieser Oszillator gibt dann eben auch das Zeitsignal raus, weil man dabei auch relativ gut die Wellen, Berge und so weiter messen kann. Okay, wie dann so ein Atom aussieht, das haben wir vorhin auch schon mal gesehen. Und jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was diese Röhre da, wo das A draufsteht, bedeutet und was die macht, dass da eben auf der einen Seite dann der Oszillator ist, auf der anderen Seite der Detektor und dazwischen das Medium mit dem Cäsiumatom, durch die dann die Strahlen durchgeschickt werden. Gut, das war im Wesentlichen die Funktionsweise einer Atomuhr. Gibt es Fragen? Du hast gesagt, es ist erstens gasförmig und darunter trotzdem runtergekühlt. Das heißt, es ist ein sehr hoher Druck da drin, oder? Nein, sehr kleiner Druck. Unterdruck muss es sein. Der Druck wird möglichst klein gemacht, ja. Und tendenziell hat man das Problem, dass da auch dann immer noch Bewegung drin ist, weshalb man später auf die Idee gekommen ist, sogenannte Cäsiumfontänen zu verwenden. Die sind dann hochkant und da bewegen sich die Cäsiumatome, die werden dann ein bisschen nach oben bewegt und die fallen dann auch wieder runter und dann kennt man die Bewegung besser als da, wo sie relativ zufällig sich drin bewegen und kann deswegen die Genauigkeit der Atome nochmal erhöhen. Wie werden die dann bewegt? Die Cäsiumatome, man kann. Die werden in so einem Medium ein bisschen geheizt, sodass dann da der Druck stärker ist. Und dann gibt es eine Öffnung daraus, fliegen die halt dann nach oben und dann bewegen sie sich nach oben und fallen wieder runter. Das ist dann, wie der Name schon sagt, ungefähr wie so eine Fontäne. Wie eine Lava, wieder bei dir. Weitere Fragen? Es gibt doch eine neue Atomuhr, die noch genauer ist als die in Braunschweig, oder? Also, genauer ist so eine Sache. Es gibt die Weltzeit, die setzt sich daraus zusammen, dass man über mehrere Atomuhren, die auf der Welt verteilt sind, mittelt. Und in Braunschweig, also die Qualität dieser Zeit, da gehen einmal die Genauigkeit ein, aber auch wie lange diese Uhr schon zuverlässig gelaufen ist. Und Braunschweig war bis vor einem Jahr, hatte die mit Abstand am längsten laufende Uhr, die über 50% der Zeitdefinition ausgemacht hat. Das Problem war, dass dann vor einem Jahr das Cäsium leer war. Und schade. Ja, aber die bereits eine weitere Atomuhr aus Braunschweig spielte schon eine sehr große Rolle. Und demnächst, die befinden sich gerade in der Entwicklung, gibt es sogenannte optische Atomuhren, bei denen man dann eben nicht mehr Mikrowellenfrequenz nimmt, sondern optische Frequenz, wo die Frequenz halt höher ist, was höhere Genauigkeiten erlaubt. Allerdings deshalb auch wesentlich schwieriger, die einzelnen Wellen, Berge und Täler zu messen sind, weshalb man da einige Tricks benutzen muss, die man ursprünglich eigentlich für Quantencomputer entwickelt hatte. Hängen hohe Genauigkeiten zwangsläufig mit geringen Perioden zusammen? Nein, die Periode sollte, die Periodenzeit sollte möglichst niedrig sein. Das hat aber vor allen Dingen den Grund, dass wenn man hier sieht, man kann halt die Anzahl der Wellenberge zählen. Das Problem ist, wenn die Periode lang ist, dass man dann nicht so genau weiß, ob man gerade schon im Maximum ist oder so oder nicht. Und wenn man einfach nur zählen muss und nicht wirklich auf die Phase achten muss, dann ist es einfacher, die Genauigkeit höher zu machen. Man kann auch mit einer niedrigen Periode eine hohe Genauigkeit bekommen, wie man das ja eben bei der Erdrotation gemacht hat. Das erfordert aber sehr präzise Messungen. Wie viele Uhren stehen derzeit in Braunschweig? Wie viele da jetzt gerade stehen, weiß ich nicht. Also mir war so, es waren nicht nur eine, ne? Nee, das sind auch mehrere, das sind mehrere gewesen.
denn bringt ja nichts, wenn man nur eine da macht, die schon seit 20 Jahren da läuft. Dann kann man ja auch eine neue dahin stellen.